Das Attentat in einem indischen Sikh-Tempel im 15. Bezirk in Wien lässt nach wie vor viele Emotionen hochgehen. Vor allem in Indien bei den Anhängern der beiden Gurus, gegen die sich der Anschlag gerichtet hat. Einer der Prediger ist seinen Verletzungen erlegen. Der zweite ist mittlerweile außer Lebensgefahr und liegt schwer bewacht in Wien im Krankenhaus. Allerdings haben Gerüchte darüber, dass auch er bei dem Anschlag ums Leben gekommen sein könnte, viele Menschen in Indien in der Region Punjab aufgebracht und dort zu Ausschreitungen geführt. Weltweit als einzige Berichterstatter haben für Wien heute Norbert Vierler und das Wien heute Kamerateam sich heute aus nächster Nähe persönlich ein Bild vom Gesundheitszustand des Gurus im Krankenzimmer machen dürfen. Die Bilder sollen jetzt auch den Menschen in Indien zeigen, dass der Guru wohlauf ist und die Lage möglichst beruhigen. Guru Sant Niranjan Das Ji in seinem Krankenbett. Mit seiner Geste zeigt er, dass es ihm gut geht. Aus Sicherheitsgründen darf nicht gesprochen werden. Auch sein Aufenthaltsort bleibt geheim. Im Krankenzimmer sind auch der Arzt des Gurus aus London und Polizeisprecher Michael Takac. Mitarbeiter der indischen Botschaft waren ständig im Kontakt mit dem Guru. Ich habe Sant Niranjan Das Ji persönlich getroffen. Auch meine Mitarbeiter haben ihn besucht. Er ist in einem guten Gesundheitszustand. Er erholt sich und er bekommt die beste ärztliche Behandlung im Spital, sagt der Geschäftsträger der indischen Botschaft. Der Guru hat laut seiner Gemeinde weltweit Millionen Anhänger. Aus vielen Ländern sind Mitglieder der Ravidasya-Gemeinde nach Wien gekommen. Die Ravidasya-Anhänger grenzen sich von der Sikh-Gemeinde ab. Sie können sich das Attentat nicht erklären. Wir sind friedensliebende Menschen und wir predigen unsere Friedensliebe auf der ganzen Welt, sagt dieser Anhänger des Gurus, der aus London angereist ist. Die Polizei wertet zurzeit noch Spuren aus, die Ermittlungen gestalten sich schwierig. Wir haben Problematiken mit der Übersetzung der Schriftstücke, die bereits bei Hausdurchsuchungen vorgefunden wurden, da sich diese hier in einen Unterdialekt von der üblichen Sprache abwenden und dadurch die Dolmetscher diese Schriftstücke nicht einwandfrei übersetzen können. Da arbeiten wir daran. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Die Polizei setzt jetzt vor allem auf die Befragung von Zeugen und Tatverdächtigen. Es sind ja drei Täter, die mit Asylanträgen sich in Österreich befinden, schon längere Zeit in Österreich befinden. Und da versuchen wir natürlich im Umfeld möglicherweise Hinweise zu erlangen durch die Befragungen. Die Bilder aus dem Spital sind heute um die Welt gegangen und vor allem im indischen Fernsehen gezeigt worden. Die Anhänger von Niranjan Das Ji sind jedenfalls erleichtert, dass es dem Guru gut geht. Und einige, die nach der Schreckensnachricht vom Attentat sofort nach Wien gekommen sind, wollen morgen schon wieder abreisen. Sie hoffen jetzt, dass der Guru das Spital schon bald wieder verlassen kann. Im Zusammenhang mit dem Anschlag in dem indischen Tempel in Rudolfsheim-Fünfhaus hat Bürgermeister Michael Häupl heute zur Vorsicht gemahnt. Zusammen mit den Organen der Stadt müsse die Polizei jetzt besonders aufmerksam sein auf mögliche Bedrohungspotenziale. Es dürfe aber keine Panik erzeugt werden, sagt Häupl. Ich denke, das ist viel mehr jetzt die Aufgabe der Polizei und das in guter Zusammenarbeit auch mit den Organen der Stadt, ist damit fertig zu werden, dass es natürlich hier ein Bedrohungspotenzial für die Zukunft gibt. Ansätze hat man da im Vorfeld in der Kooperation mit den indischen Behörden, die gewährleistet ist. Und zum Zweiten geht es natürlich auch hier, insbesondere was die Einreisepolitik betrifft, sich sehr genau anzuschauen, was hier auf uns zukommen könnte. Ich formuliere das bewusst außerordentlich vorsichtig, denn es geht nicht darum, dass man Panik erzeugt, sondern es geht nur einfach darum, dass man vorsichtig ist.